Vorfreude auf Bukarest. Wir wollen weiterkommen, das ist ganz klar. Und wir fahren nicht hin, um da einen Ausflug zu machen. Geht's jetzt über den UEFA Cup zurück in die Erfolgsspur? Und endlich wieder KSC. Ole, ole. Was macht Karlsruhe plötzlich zum Superteam aus Baden? Jetzt in Bundesliga aktuell. Seit 44 Jahren gibt es die Fußball-Bundesliga. Jens Nowotny ist weiterhin unser Gast. Und der Erste, der eine rote Karte gesehen hat, war der Boss Varan im Trikot der Meidericher. Und Sie ahnen schon, warum ich das sage, Jens Nowotny. Er hat nämlich die meisten Platzverweise in der Fußball-Bundesliga kassiert, nämlich 8 an der Zahl. Hoffen Sie eigentlich, dass der Barbaris, der hat 7 Platzverweise, dass er endlich auch bald seinen 8. und 9. abholt, damit Sie nicht mehr führen? Nee, das ist wenigstens ein Titel, was ich da noch habe. Deswegen, also da kann ich auch ganz locker drüber lamentieren oder diskutieren, egal, weil ich habe niemand verletzt bei den roten Karten. Da ist nichts Dramatisches passiert. Und deswegen. Und alle unberechtigt. Die Hälfte. So, jetzt haben wir nämlich etwas, liebe Zuschauer. Jens Nowotny haben wir nichts davon vorher erzählt. Wir haben nämlich alle seine Platzverweise jetzt hier. Er sagt nämlich immer, die waren viele waren davon, die Hälfte, sagt er, nicht berechtigt. Jetzt gucken wir alle einzeln an. Und wir beginnen mit dem ersten Platzverweis von Schiedsrichter Osmers. Karlsruhe gegen Leverkusen 1995 war das, gegen Hapal gegen Leverkusen. Diese Situation berechtigt, nicht? Gelb. Bitte? Gelb berechtigt. Gelb berechtigt, also rot. Also, weil rot. Ich war nicht letzter Mann. Also würde ich jetzt heute sagen, gelb berechtigt, weil rechts ist der Burkhard noch, glaube ich. Kommt dann ins okay. Bild. Aber ja. Auf jeden Fall ein Foul. Okay, auf jeden Fall ein Foul. Und Sie sagen, ja, da war noch einer daneben her. Also würde ich jetzt vom ersten Bild sagen. Ist ja subjektiv alles. Ja, das ist total, am Stammtisch ist das ja sowieso. Subjektiv. Machen wir weiter. Zweiter Platz, da war Stuttgart gegen Karlsruhe 1996. Strampe sagt er sofort, ja, berechtigt. Gelb-rot war das, muss man korrekt, ja, sagen. Ist berechtigt. Ja, müssen wir nicht lange drum herum reden. Hätte man sogar glattrot vielleicht zeigen können, oder? Nach heutzutage wird es wahrscheinlich rot. Genau, ja, da gab es, ja, Gelbrot damals von Strampe. Dritter Fall, 1996 ebenfalls, aber schon im Trikot von Leverkusen gegen Gladbach. Schiedsrichter Best, auch gelbrot. Foul gegen Martin Dahlin. Fragezeichen. Sie selbst breiten die Hände da aus. Also das ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, treffe ich ihn. Ja, oh ja, gelb. Aber das ist auch für mich international gelb. Okay. Aber gut. Nee, ich sag ja, das ist Ihre Meinung. Ich hab ja rot, ne? Genau. Okay, jetzt gucken wir. Jetzt müssen die kommen, die unberechtigt sind, weil sonst klappt's ja nicht mehr. Jetzt kommt der vierte Fall, Leverkusen gegen HSV, Edgar Steinborn, 1998, rot gab's da, tja, das gegen sind, Gravesen. Das sind so die Situationen, wo ich sagen muss, was will man da machen als Abwehrspieler? Da läuft man, kreuzt und in dem Moment, wenn man kreuzt, ja, ich würde jetzt jeder wahrscheinlich sagen, berühre ich ihn überhaupt oder nicht? Und also ich muss auch ehrlich sagen, um mal Ihnen dazu helfen, ich finde, das war nichts. Also das hätte man nicht auf Rot entscheiden dürfen, finde ich auch. Wenn er pfeift, das ist ja die Situation, wenn er pfeift, muss er Rot geben. Ja. Ist, ja, aber. Ja, aber ich finde immer, es gibt ja Ermessensspielraum auch, ja, beim Schiedsrichter. Ne? Also dann haben wir im Jahr 2000 Schalke gegen Leverkusen, Schiedsrichter Fandl. Ja. Da war noch nichts. Also das Foul war nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern weil ich da anscheinend den Ball aufgenommen habe. Und haben den fallen lassen. Und haben aber auf den Punkt genau wieder fallen lassen. Es war erstmal gar kein Foul. Aber habe ich ihn fallen lassen, da gibt er mir Gelb-Rot. Okay, und Schiedsrichter Fandl wird ja auch Ihr Spiel leiten am Montag, Ihr Abschiedsspiel. Am Montag, ne? Ja. Freue ich so, mich auch drauf. Das ist ja toll, das ist klasse. Also unberechtigt, sagt Jens Nowotny, finde ich übrigens auch. Dann 2001 haben wir Bremen gegen Leverkusen, Schiedsrichter Kessler, rot, Notbremse gegen Ailton. Ja. Wieder die gleiche Situation, er kreuzt in dem Moment und da bleibt einem gar nichts, da kann ich gar nicht weg. Da kann ich gar, das ist halt die Diskussion immer, wo will ich da hin? Also, ja, auch ist nach, wieder sehr ich auch strittig. Nachzuvollziehen, weil die hauen dem da nicht zwischen die Beine, kloppen ihn da nicht richtig um, sondern, ja. Zumal er ja dann noch einen Schritt macht und dann erst fällt. Okay. Aber, ja, jetzt haben wir den 7. von 8 Platzverweisen. Leverkusen gegen Bremen 2003, Schiedsrichter Kemling. Gar nichts. Das war gar nichts. Sie zeigen da auch auf den Ball. Und Kemling zeigt rot.
Und Sie sagen, Sie haben den Ball getroffen. Ne? Und sehen wir in der Zeitlupe, ja, ganz klar den Ball getroffen. Wie beurteilen Sie das, wenn man den Gegner gleichzeitig mit umsäbelt? Wie würden Sie das dann als Schiedsrichter beurteilen? Aus seiner Position muss er wahrscheinlich die rote Karte ziehen. Deswegen, ich mache ja nie einen Schiedsrichter einen Vorwurf. Ich sage bloß halt, darüber muss man diskutieren. Und ich wurde da auch, ein Spiel habe ich Sperre gekriegt, und das ist bei einer roten Karte. Stimmt, ist es wenig eigentlich. Also das ist... Der Christoph Schickert ist Anwalt, berühmter Anwalt in Deutschland. Ja. Der sagt immer, eine Einspielsperre ist normalerweise immer eine Ohrfeige quasi für den Schiedsrichter anschließend. Ja. Aber dann haben wir noch den achten Platz, da weiß ich, wir nicht noch mehr dazu tun. Dortmund gegen Leverkusen 2004, Fandl wieder. Rot da halten wir Rotbremse. Beide, aber er fällt. Gegen DD. Weil er hat da die Hand als Erster dran. Genau, er schubst als Erstes Sie nämlich weg und danach haken und Sie nach. Dann kann ich auch nichts mehr dafür, deswegen Freispruch. Okay, Freispruch fordert hier Jens Nowotny. Also, ist ja hochinteressant, dass wir endlich mal diese Fälle alle, es ist ja für Sie eine Vergangenheitsbewältigung, wollten Sie endlich mal machen, ne? Ja, klar. War wunderbar. Weil, zumal, dass ich, also die in Stuttgart, die habe ich definitiv drauf gehabt, dass es berechtigt war. Und Darlehen habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, aber das war auch berechtigt. Fairerweise, finde ich immer, sollten wir auch die andere Seite, die Schiedsrichter, zu Wort kommen lassen. Wir haben nämlich den ehemaligen Bahnhofsvorsteher von Tuttlingen besucht. Der ist nämlich jetzt Lehrwart inzwischen beim DFB. Und das ist Eugen Striegel, den kennen Sie alle. Und der hat mit ein bisschen Augenzwinkern die ganze Sache noch einmal sich angesehen. Martin Quast, bitte. Der Meister des gepflegten Pfiffes und seine Zeitreise. Jens Nowotny, Bundesliga-Rekordhalter in Sachen Platzverweise, hat noch einmal vorgespielt bei Eugen Striegel. Mit Adleraugen die roten Karten untersucht. Beginn im Mai 95 beim KSC. Das ist ein Uraltbild in jungen Tagen von Jens Nowotny. Aber das war schon ein richtig deftiges Foul. Darüber kann er sich nicht beklagen, dass es hier rot gibt. Da ging es schon ganz schön zur Sache. Im Mai 96 dann erstmals gelb-rot in Stuttgart. Urteil? Aber das war schon ein richtiger Tritt. Heutzutage in dieser Situation hätte es auch glattrot geben können. Striegel und die dritte Hinausstellung im November 96. Nowotny, mittlerweile Leverkusener, gegen Gladbachs Dorlin. Nicht so schlimm getroffen, aber doch rücksichtslos. Und auch hier kann er sich eigentlich über Rot nicht beklagen. Fazit also bislang. Nowotny dreimal zugelangt, dreimal berechtigt runter. Aber dann, September 98, im Spiel gegen Hamburg. Der Bestrafte fassungslos. Das hat eigentlich mit den bisherigen Szenen relativ wenig zu tun. Und das Kopfschütteln kann ich hier schon verstehen. Da hat der Jens doch ein bisschen Pech gehabt. Februar 2000, das Unschuldslamm in Person. Fandl glaubt kein Wort und wieder runter. Gelb-rot, diesmal im Spiel auf Schalke. Im Prinzip kann er nicht einmal etwas dafür. Mit einem scharfen Blick wäre hier sehr wohl bedient gewesen. Gelb-rot. Jetzt geht es schon um Platzverweis Nummer 6. Naja, der Gegenspieler läuft ihm in die Beine und mit Glück, mit viel Glück, auch hier hätte man sicher auf dem Platz bleiben können. Dezember 2001 gegen Werders Ailton, der dritte fragwürdige Feldverweis. Die Unparteiischen unglücklich und manchmal unglaublich, so im Dezember 2003. Eindeutig der Ball gespielt. Wieder gegen Bremen. Uwe Kemmling, aber gnadenlos. Dumm gelaufen, denn... Klar, der Ball gespielt und dann rot. Also für mich war dieses sogar eine Fehlentscheidung. Und zum guten Schluss noch die Nummer 8 in Dortmund, wieder unberechtigt. Und hier muss man auch noch sagen, dass DD eigentlich zuerst den Arm eingesetzt hat. Auch hier ein bisschen Pech dabei. Mit Glück wäre auch hier ohne diese rote Karte davon gekommen. Nowotny und sein unrühmlicher Rekord. Jetzt wissen wir, so schlimm war das gar nicht. Und deshalb gibt es nun posthum auch die Heiligsprechung. Lieber Lenz Nowotny, bei 8 roten Karten kommt man schnell in die Kategorie eines Treters. Aber das waren Sie beileibe nie. Sie waren ein anständiger, ehrlicher und offener Spieler. Da hat es auch einem Schiedsrichter Spaß gemacht, Sie auf dem Platz pfeifen zu dürfen. Jens Nowotny, das ist doch toll, oder? Das ist fast eine Seligsprechung schon, oder? Ja, vor allen Dingen zeigt es so die eigene Einschätzung dann auch, weil ich ja gesagt habe, also die Hälfte
muss man diskutieren drüber, und das hat er jetzt auch selbst gesagt. Und Sie haben recht gehabt. Immer wenn Sie jetzt in Zukunft im Leben angesprochen werden auf die roten Karten, können Sie sagen, ja, Sie waren bei Bundesliga aktuell, wurde alles genau nachgewiesen, die Hälfte war unberechtigt. Genau. Für die Historie. Ja. Ne? Und einen kleinen Nachtrag hat noch Oliver Schwesinger. Ja, noch mehr Entlastung, wenn das denn überhaupt noch nötig ist in diesem Fall. Denn Jens Nowotny wirklich ein ausgesprochen fairer Verteidiger. Im Schnitt alle 60 Minuten, also jede Stunde ein einziges Foul. Das ist super wenig zum Vergleich. Der aktuelle Abräumer vom VfL Bochum, Thomas Stebel, der foult alle 20 Minuten. Also Jens Nowotny sehr fair unterwegs und nebenbei. Er hat ja auch schöne Tore gemacht. Wollen wir doch positiv hier rausgehen aus der Nummer. Nicht viele, 11, aber schöne. Das letzte hier in Bremen, Dezember 2003 war das. Und Jens Nowotny sowieso kein Treter. Ein Vorbild für die Jugend, der Aufsteher schlechthin. Viermal Vizemeister, zweimal Vizepokalsieger, vier Kreuzbandrisse. Aber er ist immer wieder gekommen, hat sich immer wieder neu motiviert. Eine tolle Karriere, die wir dann am Montagabend, wir haben es schon erwähnt, gerne endgültig und final beschließen. Live ab 17.30 Uhr das Abschiedsspiel bei uns. Jens, jetzt haben Sie so einen Heiligenschein, Sie passen nicht mehr durch die Tür, wenn Sie rausgehen. Das kann sein. Wobei, ich werde auch noch Vize-Rekordhalter bei roten Karten. Weil so viel Vize, wie jetzt da war, dann denke ich, dann kommt da jetzt auch einer. So, weil so oft den Vize-Titel geholt haben, zweiter Champions League mit der roten Karte. Genau. Alles klar. Jens Nowotny, also hochinteressant die ganze Geschichte. Wir unterhalten uns gleich natürlich weiter. Ich darf Sie noch mal erinnern an unser Gewinnspiel. Sie brauchen nur anzurufen, 0137 989 8688. Keine Frage beantworten. Und dann haben Sie mit